Jetzt machen wir den Scheiß wieder, ne? Sortieren. So. Gut, die kann ich gleich... Ah, ne, Quatsch, das klappt nicht. So, was können wir wegmachen? Brauche ich... Das brauche ich natürlich immer. Ja, gut. Ja, das hier. Können wir alles erstmal da reinmachen. Da haben wir jetzt genug gemacht. So. Das hier brauche ich auch nicht. Nein. Die Kühlkörper brauche ich im Moment auch nicht. Brauche ich die Rotoren? Ja, die brauche ich. So. Die hier brauche ich hier auch nicht. So, was haben wir denn noch? Den Rest. Ja, Plastik haben wir ja da hinten. So. Okay, dann schauen wir doch mal weiter. Wir müssen zum Katerium. Bin mir sicher, wir haben... Also, wir nehmen jetzt hier noch ein paar Computer mit. Da sollten genug da sein. Wir brauchen 100. Ah. Und mehr werden es auch nicht, würde ich sagen. Echt geil aus. Achso, wir müssen ja noch mehr Motoren besorgen. Das ist halt eben hauptsächlich für diese ganzen na, wie heißen sie? Hallo? Ah ja, kein Strom, genau. Ist ja im Moment so gedacht, so. So, was fehlt? Kabel. Verstärkte Eisenplatten. Machen wir den Stack noch voll. Und der Turbodraht. Gut. Sprengen, so heißt das Ding hier. So. Dann. Ja, ist natürlich, steht natürlich alles still. So, dann nehmen wir. Na? Aha. Wo ist denn das Restliche? Ich habe doch 27. Habe ich jetzt auch aufgefüllt? Warte mal. Ne, 527. Aber wo ist denn? Nicht da. Gut. Ja, siehst du. So. Das sind 1000. Aber wir machen einfach mal, weil das brauchen wir immer. Und jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Platz. Das da. So. Na, dann. Wobei. Warte. Ne, auch die werden von diesem Stromnetz befeuert. Das ist gut. Da haben wir was Richtiges gemacht. Na, die Stahlproduktion liegt jetzt erstmal still. Und das macht überhaupt nichts. Wir wissen ja, wo das Ding ist. Und das machen wir wieder an. Guck mal, was hier an Kupfer ist. Was brauchen wir das Kupfer? Was machen wir mit dem Kupfer? Ich weiß es gerade nicht. Überall. Ah, okay. Wow. Lass mich raten, der, so, was haben wir? Genau, Kabels. Ja, Kabels sind auch kein Problem. So, na, das Ding geht natürlich nicht, ne? Ist klar.
Ja. Ist egal. Wir haben diesen Teil der Produktion einfach mal abgehängt. Und ich denke mal, dass wir damit einen schönen, ordentlichen Vorteil rausgedingst haben. Weil hier geht immer noch alles und es ist nicht mehr so furchtbar knapp. Ich möchte das Geräusch jetzt einfach nicht mehr hören. So. Das sind jetzt ein paar Einbußen, klar. Ach, hallo Sören. Jo. Also das ist jetzt doof mit dem Strom. Also müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen auf die Zähne beißen oder wie das heißt. Und jetzt einfach mal ganz fett Strom produzieren. Und zwar so nachhaltig, dass wir uns danach einfach keine Sorgen mehr machen müssen. So, wir machen den Stack voll. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Kabel. Kabel natürlich auch gern ein bisschen was mehr, weil erstens haben wir es. Der Sören fragt mich gerade, ob ich einen Plan habe, was ich da mache. Gerade in dem Moment mache ich natürlich auch die bösen Fehler. Ah, jetzt geht's. So, wo ist denn Kabel? Das ist jetzt alles drin. Nur habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Da, Kabel. Na naja, gut, haben wir jetzt 1000. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber das ist egal. So, das heißt, wir fahren jetzt dorthin und gucken wir erstmal, ob wir die grundsätzliche Stromproduktion jetzt hinkriegen. Dass wir halt eben das Ding auch zum Laufen kriegen, weil das so, oh nee, er fährt gerade weg, das ist doch scheiße. Mann. Ja, und Sören, ja, da ich ein Tutorial geschaut habe, weiß ich genau, was ich da tue. So, ich warte hier auf den Zug. Das Ding hier gefällt mir komplett nicht. Da müssen wir echt was machen. Ne? Naja. Ja. Ja, das sieht wirklich hübsch aus. Das sind. Ja. Nur, ich habe es halt eben viel zu unstrukturiert gemacht. Und deswegen ist es jetzt einfach nicht so schön, wie es sein könnte. Ja, da dann. Schuh. Dum, 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 dum. So, I'm waiting for my train. So, na, ansonsten haben wir ja alles, das sieht gut aus. Ach, da ist er auch gleich schon wieder. Oder ist er das? Nitrozeugs, nee, ist es leider nicht. Der fährt jetzt gleich da lang. Dann hätte ich auch nehmen müssen können. Ich guck mal, ob ich den vielleicht da abfangen kann. Das kann ja passieren. Ja. Ich muss hier eine Menge umbauen. So. Bin mal gespannt, von wo jetzt der nächste Zug kommt. Alter, das Gummi. Ist das Ding komplett voll? Fuck. Komm, das muss ich gerade noch gucken. Ist das wirklich komplett? Und wenn ich den nächsten Zug nehmen muss. Na, das sieht so aus. Oh fuck! Ja, genau. Naja. Der andere, der steht da ein bisschen länger, also geht das.
Gehen wir mal da hoch. Ist das wirklich so viel Gummi? Willst du mich? Komplett voll. Ist das komplett voll Gummi? Ernsthaft? Oh fuck. So, wo ist denn der Zug? Kommst du? Oh Gott, diese Strecke hier, wo die hier diesen Tanz aufführen, das ist auch ganz, ganz furchtbar. Genau den Ölweg, den brauchen wir. Und ja, es ist tatsächlich diese. Ja. Alter, wie viel Gummi ist denn das? Wir brauchen dringend die Produktion von den gummihaltigen Sachen. Gibt's ja gar nicht. Ja, da fliegt was. Das ist der. Hier, wo ist er denn? Ich werde jetzt hier erstmal nicht weggehen. Nicht, dass es mich nochmal. Da oben ist er. Da. Das ist, oder? Nee, das war's gar nicht. Gut. Egal. Zack. Der ist ja gut. Ich komme. Hören. Das war nicht nett. Mann. Ich brauche einen Moderator. Läuft da jetzt eigentlich wieder? Ich meine, Gummi läuft da nicht, aber läuft da wieder? Ich sehe es leider nicht. Ob da Plastik läuft. Oder müsste Plastik laufen, wenn ich da nicht. So, okay. Das wird echt ein hartes Stück Arbeit. Aber es muss jetzt einfach mal einmal ordentlich sein. Für den Strom muss das sein. Das erste Priorität hat und ich momentan nicht noch mehr Gummi brauche. So, jetzt klingelt es bei uns, aber ich denke mal, die Mädels machen auf. Ich habe heute zwei Frauen in der Wohnung. Meine Frau hat eine Arbeitskollegin. Der Zug hat keine Kollision, weil sonst vieles nicht wirklich machbar wäre. Das ist leider so. So, und jetzt gucke ich mal, wie ich das mache. Ich brauche hier eine riesige Fläche. So, und zwei Ölquellen. Und wir fangen mit den Ölquellen an. Wo sind die? Ach, kleinen Moment, die Mädels machen nicht auf. Ich bin gleich wieder da. Und da ist er wieder. So, okay. Ey, das schon wieder. Das will ich. So. Hallo? Ach, hier. Na, da ist ja noch Öl rein. So, hier sind aber vier Ölquellen. Da ist, ach, sehr schön. Die ist ganz separat. Und die schauen wir uns jetzt mal an und gucken mal, ob wir da jetzt... Das ist toll. Hier kann ich Strom machen. So richtig geil. Aha. So, hier müsste aber auch irgendwie...
So, hier ist das Öl rein. Okay. Das heißt also, wir nehmen den weg. So, wo ist denn jetzt der Rest? Ist hier noch. Ja, da. Okay. 60, das ist der hier. 219 Meter. Ja. Ach komm. So, wir bauen da jetzt erstmal. Einfach mal. Ja, ein Spieler ist im Weg. Ich kann mir vorstellen, wer es ist. So. Dann. Zack. Was ist das für ein Wrack? Ist das ein Wrack? War ich da schon? Das ist doch ein Wrack. Wenn es alles ist, das sind da auch Viecher, ne? Aber das sieht ganz so aus, als wäre das, wäre ich da noch nicht gewesen. Was ja auch bedeutet, dass da jeden Moment Viecher auftauchen müssten. Außer ich war dann doch schon da. Warte. Ja, ich war da schon. Okay, ist egal. So, jetzt nochmal. Wo ist die andere Ölquelle? Da ist der eine Extraktor. Erstmal gucken, ich brauche 360 Öl. So. 240 pro Minute. Ja. Das heißt, ich brauche eine zweite Ölquelle. Dann nochmal. Ja, das ist die. Das ist die hier. Und da ist noch eine. Dann müssen wir die noch holen. Die ist ja nicht weit weg. Die muss ja wirklich nur. Ja, ist ja gut. Ja, okay. Das war das. Sehen die mich schon? Klar, sehen die mich schon. Ach komm, wir machen das. Die Schneebälle sind so toll. Wow. Okay. Ich denke mal, die hätten wir. Kommen da noch welche? Nein. Gut, die schießen wir auch noch ab. Sicher ist sicher. Und das ist eine Ruhe rein. Okay. Auch da. Ne, da brauchen wir keine Fundamente. Ölpumpe. So, okay. Die müssen wir tatsächlich. Nein. So, die müssen wir halbieren. Zack. So, dann schnappen wir uns schnell mal unsere Schieße. Tja, ich bin der Shooter King. Nicht nachladen vergessen.
Dann. Da ist ein Spieler im Weg, das ist richtig. So, es kann tatsächlich sein.